Qualitätsaktien sind das A und O. Doch beim Aktienkauf kommt es auch auf die Bewertung der Aktie an, denn wenn du zu teuer kaufst, wirst du im wahrscheinlichen Fall einer Korrektur zunächst auf Buchverlusten sitzen. Damit dir das nicht passiert, zeige ich dir in diesem Video, wie du auf einfache Art und Weise feststellen kannst, ob eine Qualitätsaktie über- oder unterbewertet ist. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 115.000 Mitgliedern und ich würde mich freuen, wenn auch du von günstig eingekauften Qualitätsaktien profitierst. An der Stelle keine Kauf- und Verkaufsempfehlung, ist vielleicht wichtig zu sagen, denn wir werden uns jetzt ganz konkrete Beispiele ansehen mit einzelnen Aktien. Und die erste Aktie, die ich mir ausgesucht habe, ist Bechtle. Bechtle ist eine deutsche Qualitätsaktie. Man erkennt es an den langfristig steigenden Gewinnen. Entsprechend ist das auch eine Aktie, die Langfristanlegern eine sehr gute Performance und Kursentwicklung hier beschert hat. Nichtsdestotrotz, es gibt ungünstige Einstiegszeitpunkte, insbesondere hier gegen Ende 2021, nachdem dann die Aktie eingebrochen ist, regelrecht eingebrochen, hat er über 50% an Wert verloren. Und wenn man so wo investiert und dann auf Buchverlusten sitzt, 5%, 10, 15, 20 und so weiter, was sich dann über die Monate ansammelt, da kann man natürlich schon den Glauben an die Aktie verlieren, was ja schade wäre, weil es handelt sich ja schließlich um eine Qualitätsaktie. Und die Frage ist jetzt, hätte man jetzt am Beispiel von Bechtle ahnen können, dass der Aktienkurs korrigieren wird? Und ich meine ja, und analog auch bei vielen anderen Aktien. Gehen wir mal hier in die Multiples rein, das ist also die Vielfache, mit dem eine Aktie bewertet ist. Und da haben wir zum Beispiel das KGV, also mit dem wievielfachen Gewinn ist die Aktie bewertet. Das KCV, mit dem wievielfachen operativen Cashflow ist die Aktie bewertet. Das KUV, mit dem wievielfachen Umsatz. Dann unterscheiden wir nochmal zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn, was hier im Fall von Bechtle keinen Unterschied macht. Aber wichtig zu sehen und zu erkennen, dass die Aktie 2021, 2022 sehr hoch bewertet war, mit Spitze bei hier im KGV von über 40, während im Durchschnitt des KGV bei gerade knapp 23 lag, also eine deutliche Überbewertung. Und dann sehen wir hier die Korrektur, die dann auch wieder quasi in einer Unterbewertung mündet. Das heißt, wir haben hier das typische Phänomen von Übertreibung und Untertreibung an der Börse. Und dann sind wir hier irgendwo, sage ich mal, in der Nähe des historischen Durchschnitts, scheint die Aktie mehr oder weniger fair bewertet zu sein. Wir haben nur noch die Prognosen. Das sieht man dann, wie schnell basierend auf dem aktuellen Aktienkurs das KGV sinken würde, wenn der Gewinn entsprechend weiter steigt. Das ist auch schon das Stichwort Gewinnwachstum, denn es kommt ja aufs Gewinnwachstum an und den Zusammenhang sieht man hier auch wunderbar. Dazu brauchen wir nicht den Kurs, wir haben hier den Gewinn, wir sind hier in der fairen Wertberechnung quasi schon drin und wir sehen hier, wie die langfristige Gewinnentwicklung verläuft. Und wenn ich hier den fairen Wert einblende, dann sieht man, dass im Prinzip der faire Wert der Aktie hier eine Ableitung ist oder sich ergibt aus dem Gewinn bzw. aus dem Gewinnverlauf. Das heißt, wie wird jetzt der faire Wert berechnet einer Aktie? Das ist ganz einfach. Wir schauen uns für einen gewissen Zeitraum an, mit welchem durchschnittlichen KGV in dem Beispiel, weil es der faire Wert basierend auf dem KGV, mit dem wie vielfachen KGV war die Aktie im historischen Durchschnitt bewertet. Hier ist es der historische Durchschnitt der letzten 10 Jahre, ab 2014 bis 2024 jetzt. Und das ist in diesem Fall 22,4. Und diese 22,4 nehmen wir als Multiplikator für den Gewinn eines jeden Geschäftsjahres, das heißt 22,4, hier steht es im Schnitt, 22,4 mal 61 Cent ergibt dann den fairen Wert von 13,65 Euro. Das machen wir für jedes Geschäftsjahr und dann kriegen wir hier eben entsprechend den fairen Wert heraus. Ob das plausibel ist oder nicht, das können wir dann uns anschauen, wenn wir den Aktienkurs drüberlegen. Da sehen wir nämlich, ob der faire Wert in der Vergangenheit respektiert wurde vom Aktienkurs in einer so einer Art Backtest, wie man so möchte. Und ich denke, das klappt schon ganz gut. Und was man hier auch jetzt sehr schön sehen kann, das ist die massive Übertreibung hier, was wir auch schon anhand der Multiples gesehen haben, diesen Berg hier quasi. Dann haben wir hier die Untertreibung und das sieht man eben auch entsprechend hier. Was wir auch sehen,
ist, wir können eine Renditeerwartung berechnen und das geht folgendermaßen. Man verbindet hier den Gegenwartskurs, das wäre der hier, mit einem fairen Wert der Zukunft, das heißt ein prognostizierter fairer Wert basierend auf den Prognosen und dann zeigt sich hier die Renditeerwartung an, jährlich und gesamt, dann hier nochmal aufgeteilt, Kursgewinn und Dividenden. Zeige ich nachher nochmal was im Detail dazu. Was wichtig ist, ist an der Stelle der richtige Bewertungszeitraum und natürlich der richtige Bewertungsmaßstab. Wir haben ja hier nicht nur den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn, sondern auch auf dem bereinigten Gewinn, den ich jetzt hier einblende, auf den operativen Cashflow, der hier ganz unregelmäßig verläuft. Und auf den Umsatz haben wir ihn auch und sogar auf die Dividenden, also 5 unterschiedliche faire Werte. Und eine beliebte Frage ist, welcher faire Wert ist denn jetzt der richtige? Und man nimmt prinzipiell immer den fairen Wert, der auf der Zeitreihe basiert, die sich am stabilsten entwickelt. Und im Fall von Bechtle entwickeln sich stabil die Gewinne, auch der bereinigte Gewinn, das ist an der Stelle dasselbe. Der operative Cashflow nicht, man sieht es hier, der operative Cashflow nicht, der kann also nicht benutzt werden. Auch der Umsatz entwickelt sich stabil. Beim Umsatz muss man allerdings aufpassen auf die Margen, denn während Gewinn und Cashflow schon Endgrößen quasi sind, das ist das, was man sehen will, entweder Geld oder Gewinn, aber der Umsatz, da ist natürlich die Frage, wie profitabel ist der Umsatz und das beschreiben ja die Margen. Und wenn die Margen sehr stark schwanken, dann sollte man den Umsatz, auch wenn der Umsatz an sich stabil verläuft, nicht nehmen für die Berechnung des fairen Wertes, weil eben die Margen noch außer Acht gelassen werden. Im Fall von Bechtle haben wir steigende Margen, da kann man ihn nehmen, dann automatisch quasi ein etwas Konservatives drin, weil die Margen ja steigen und in der Vergangenheit noch niedriger waren und man dann das Multiple nimmt, auch noch mit niedrigen Margen, das dann anwendet für die faire Wertberechnung, hätte man quasi so eine pessimistische oder eine vorsichtige faire Wertberechnung. Wenn es geht, würde ich sagen, sollte man die Gewinne nehmen. Die Dividenden, nice to have, sage ich mal, was wir hier ja auch noch anzeigen. Bei Dividendenaristokraten etc. könnte man das auch noch nehmen als zusätzliche Orientierung. Das sieht man auch noch mal gleich, ob die Aktie günstig bewertet ist, eben aus Sicht der Dividendenrendite, was man auch anderweitig im Aktienfinder sehen kann. Hier zeigen wir die aktuelle Dividende an. Wir zeigen hier mal die aktuellen Multiples und die aktuelle Dividendenrendite an und hier dann immer im Vergleich dazu. Und wenn die aktuelle Dividendenrendite über dem Schnitt liegt, dann ist die Aktie quasi schon unterbewertet, weil momentan einfach mehr Dividendenrendite drin ist als im historischen Mittel. So, was auch noch wichtig ist, das war jetzt also, welchen fairen Wert soll ich nehmen? Und was auch noch wichtig ist, ist der richtige Bewertungszeitraum. Den kann man nämlich ändern und der wird immer dann von Entscheidung sein, von Bedeutung sein, wenn die Gewinndynamik eines Unternehmens entweder steigt oder nachlässt, weil es ist immer ganz wichtig, dass wir einen repräsentativen Bewertungszeitraum haben für jede Aktie, für die wir das durchschnittliche Multiple berechnen. Ein krasses Beispiel wäre Novo Nordisk. Novo Nordisk hat ja im Prinzip ein neues Geschäftsfeld gefunden mit der Behandlung von Übergewicht und man sieht, dass das von Erfolg gekrönt ist, also wir haben hier eine richtige Kursexplosion, so ab 2021, 2022. Wenn wir jetzt hier in die faire Wertberechnung reingehen, und da mache ich jetzt erstmal eine ganze Menge weg, haben wir jetzt doch mal die Gewinnentwicklung, auch den Kursverlauf mit der entsprechenden Kursexplosion. Wenn wir jetzt das durchschnittliche Multiple berechnen, out of the box, irgendeinen Standard muss man ja haben. Wir haben gesagt, in den letzten 10 Jahren nehmen wir erstmal standardmäßig, wenn eine neue Aktie ausgewählt ist, um den durchschnittlichen fairen Wert zu berechnen, der benutzt wird für die faire Wertberechnung. Dann hätten wir hier als Multiple von 2014 bis 2024 ein KGV von 24,5 im Schnitt. Und wenn wir das auch anwenden, dann sehen wir hier, dass der Aktienkurs sich hier auch dran gehalten hat. Allerdings ist dann die Aktie hier ab, ja, sage ich mal, Mitte 2020 so richtig davon gezogen. Und das hängt dann eben entsprechend hier mit der Beschleunigung des Gewinnwachstums zusammen. Das heißt,
Hier wäre dann angebracht, den Bewertungszeitraum kleiner zu machen, der benutzt wird, um das durchschnittliche KGV bzw. Multiple zu berechnen. Und wenn ich das tue, wird jetzt das KGV ansteigen. Und ich nehme jetzt mal 2021, ab 2021 und dann steigt das KGV von 24,5 auf 30 an, also schon deutlich angezogen. Die Aktie scheint jetzt immer noch überbewertet zu sein, aber dieses KGV ist jetzt deutlich repräsentativer oder passt besser zur Aktie, als das alte KGV gepasst hat. Das ist auch noch wichtig, der richtige Bewertungszeitraum. Was auch interessant ist, das ist, ich habe es schon mal anklingen lassen, wir haben ja auch den bereinigten Gewinn. Bei vielen Aktien macht es keinen Unterschied, also der faire Wert bereinigt. Auch hier ist dasselbe wie der faire Wert auf dem bilanzierten Gewinn. Bei Bechtle war es ja genauso. Aber es gibt viele Aktien, vor allem im US-amerikanischen Raum, die deutliche Unterschiede haben, je nachdem, was für einen fairen Wert ich nehme. Und da habe ich mir jetzt mal überlegt, Altria zu nehmen. Ich habe mir jetzt 10-mal verschrieben. So, Altria. Wenn wir hier in den Qualitätscheck gehen, da kann ich übrigens auch das Chart-Layout ändern hier und dann wird die Grafik ganz groß. Und dann sieht man hier, dass wir beim bilanzierten Gewinn richtige Einbrüche haben. Wir haben sogar einen Verlust, ja, aber beim bereinigten Gewinn, da läuft einfach so schön weiter. Hat es im Fall von Altria damit zu tun, dass es große Abschreibungen gab bei Altria, also außerordentliche Abschreibungen auf Beteiligungen. Und die haben nichts eigentlich mit dem normalen Geschäftsverlauf zu tun. Deshalb hat man die bereinigt und dann sieht es eben so aus. Und entsprechend ist auch der faire Wert dann ganz anderer, je nachdem, was ich nehme. Wir haben jetzt nämlich einmal den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn. Und dann sieht man, das Problem ist, wenn der Gewinn regelrecht einbricht, dann bricht natürlich auch der faire Wert ein. Bis auf Null im Extrembeispiel. Das heißt, der faire Wert ist Null, weil das Unternehmen keinen Gewinn mehr macht. Das kann man natürlich nicht nehmen. Da springt dann der bereinigte Gewinn in die Bresche. Das sehen wir hier. Und wenn wir den fairen Wert auf den bereinigten Gewinn nehmen, dann sehen wir, aha, sieht plötzlich ganz anders aus. In der Vergangenheit ist es noch ungefähr gleich gelaufen hier. Und dann haben wir hier entsprechend den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn. Bei Tabakaktien ist das so eine Geschichte, die sind ja auch in Ungnade gefallen. Altria ist sowieso etwas in der Defensive, deshalb ist die Aktie nach unten gegangen. Obwohl die Gewinne quasi, der bereinigte Gewinn weiter steigt, haben wir jetzt eben ein KGV von nur 8,3 und im Schnitt, jetzt habe ich im Schnitt seit 2009, war es eben 13,4, von daher die Unterbewertung. An der Stelle nochmal keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Andere Beispiele, wo man den bereinigten Gewinn extrem sich unterscheiden kann, beziehungsweise unterscheidet. Bekannte Beispiele noch 3M, fällt mir noch ein, oder beispielsweise Johnson & Johnson und diverse andere. Den fairen Wert Dividende habe ich schon erwähnt. Bei Aktien wie Altria, wo die Dividende einen großen Teil der Gesamtperformance ausmacht, das muss man auch hier am Total Return schön sehen. Da kann man auch den fairen Wert Dividende nochmal reinnehmen. Wenn man das möchte, der sieht dann entsprechend so aus. Liegt dann ganz nah am fairen Wert oder überschneidet sich mehr oder weniger des bereinigten Gewinns. Jetzt möchte ich noch mal was anderes zeigen und zwar gehen wir noch mal zu den Prognosen. Prognosen sind ja mit Unsicherheit behaftet, wie der ein oder andere schon weiß. Gehen wir noch mal zurück zu Bechtle. Da haben wir nämlich auch was im Angebot noch mal bezüglich Prognosen, um die Unsicherheit sichtbar zu machen und zwar nehmen wir hier nur den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn. Zoomen ein bisschen rein. Der Gewinn kann jetzt auch mal raus. Und wir haben hier ja schon im Tooltip die Spanne. Also was wir hier anzeigen, ist der faire Wert basierend auf der Konsensschätzung. Das ist dann, die Konsensschätzung ist hier quasi. Ja. Wir zeigen auch immer die Spanne an, von wo bis wo quasi die Analysten schätzen und dann eben der Median als Konsensschätzung. Und der faire Wert, der ist auch basiert auf der Konsensschätzung des Gewinns. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie hoch die Unsicherheit eigentlich ist, da haben wir hier einmal im Tooltip-Grafik die Spanne. Wir haben aber auch hier den Prognosekorridor. Der Prognosekorridor spannt sich auf über die optimistische und die pessimistische Schätzung. Und dann haben wir hier in der Mitte quasi, mehr oder weniger in der Mitte jeweils die Konsensschätzung. Und je weiter diese Spanne auseinanderklafft, oder je breiter der Prognosekorridor ist, desto höher ist eben entsprechend die
Unsicherheit. Und wir sehen hier bei Bechtle, sage ich mal, hält sich das noch im Rahmen. Da wäre dann auch der faire Wert, schwankt dann zwischen knapp 58 und um die 63 Euro. Und man kann jetzt das auch nehmen, die pessimistische Prognose mit 57, 72 Euro hier, um die Renditeerwartung zu berechnen. Das wäre jetzt in dem Fall 11,1% jährlich. Und bei der optimistischen Renditeerwartung wären es 14,8%. Und die Konsensschätzung wäre halt hier in der Mitte. Kann jetzt jeder interessierte Zuschauer nochmal selber nachmachen. Wenn wir andere Aktien uns angucken, und dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Nvidia und gucken, wie der Prognosekorridor aussieht, dann sieht man, da klafft es deutlich weiter auseinander. Da haben wir hier für 2026, Anfang, also 31.01.2026, grobes Geschäftsjahr, eine Spanne beim fairen Wert zwischen 890 und 1380 US-Dollar. Das sind natürlich riesen Unterschiede. Das heißt, wir haben hier einmal eine Renditeerwartung von lediglich 2,7% aufs Jahr und einmal hätten wir hier oben eine Renditeerwartung von sage und schreibe 31% aufs Jahr. Das ist eben die hohe Unsicherheit, der hohen Unsicherheit geschuldet von jetzt in diesem Fall Nvidia. Was man hier natürlich machen kann, ist entweder man nimmt die goldene Mitte und aufpassen muss man natürlich auch auf den richtigen Bewertungszeitraum, habe ich auch schon erwähnt. Und dann haben wir auch zusätzlich Bewertungslinien. Man ist also nicht angewiesen, dass man einen von diesen drei Punkten nimmt. Man kann auch dazwischen nochmal Punkte nehmen, zum Beispiel hier nicht die pessimistischste, sondern zwischen der pessimistischen und der Konsensschätzung und dann sagen, was ist denn hier die Renditeerwartung, wäre dann knapp 10%. Also es gibt einige Freiheiten. Man kann natürlich die Renditeerwartung hier auf unterschiedliche Zeiträume machen, immer auch entweder aufs laufende, aufs nächste oder auf übernächste Geschäftsjahr, insofern es dafür eben entsprechend noch Prognosen gibt. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Aktie ist jetzt an sich gut, beziehungsweise ich bin an der Aktie interessiert, aber sie ist noch zu teuer, dann kann man sich auch Kauflimits setzen. Man kann hier unten mit den Bewertungslinien auch andere Kurse nehmen. Beispielsweise könnte man hier 790 US-Dollar nehmen und dann sagen, oh, da wäre die Rendite bei 13,4% in dem Beispiel. Sagen wir mal, da wäre die Aktie jetzt für mich in Kauf. Also würde ich das warten, bis sie ein bisschen korrigiert. Dann kann man hier in der Spalte Kauflimits ein Kauflimit eingeben, dann zum Beispiel 790 und auch direkt US-Dollar auswählen. Das ist jetzt dann die Analysewährung, weil wir analysieren fundamental die Aktie immer in der Währung, in der Heimatwährung und Wechselkurs Verzerrungen auszuschließen. Und dann wird man automatisch benachrichtigt per E-Mail, wenn man es entsprechend eingestellt hat. Es geht hier Preisalarm senden, Häkchen, tägliche Zustellung setzen und dann würde man das kriegen. Und es ist dann eine schön formatierte Tabelle, die ich vielleicht auch mal einblenden sollte. Werde ich jetzt noch in dem Video noch machen. Also hier solltest du jetzt die Einblendung sehen, wie das Ganze beispielhaft aussieht. An der Stelle nochmal keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Was wir auch noch haben, wäre dann hier die Aktienbewertung Light, weil bei der Pro-Version, da gerät der ein oder andere ein bisschen durcheinander, weil man kann einfach so viel hier einblenden, dass es auch teilweise schwer ist, dann für Ungeübte die Übersicht zu behalten. Übrigens, der Prognosekorridor wird immer nur eingeblendet, wenn wir nur einen fairen Wert anzeigen, ansonsten ist zu viel durcheinander da. Die Aktienbewertung Light hier, da nehmen wir mal, ach, bleiben wir bei Nvidia, da kann man immer nur eine Bewertungsgröße, einen Bewertungsmaßstab aussuchen, kann aber hier dann auch entsprechend den Bewertungszeitraum aussuchen, den wir in der Aktienbewertung Pro mit Mausklick und Ziehen quasi ausgewählt haben. Und da haben wir dann hier noch so die Bewertungslinien. Und die kann man auch dann entsprechend nehmen für die Renditeerwartung und auch den Prognosekorridor haben wir hier ebenfalls. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht deutlich übersichtlicher sein. Von der Funktionalität her ist es aber dasselbe und man bekommt auch dann hier dieselben fairen Werte wie in der Provision. So. Wenn du die vorherigen Videos gesehen hast, wir sind also am Ende angekommen, dann weißt du jetzt nicht nur, warum du in Qualitätsaktien investieren solltest und wie du diese findest, sondern auch, wie du diese bewertest. Langfristig steigenden Kursen und Dividenden sollte nun also hoffentlich nichts mehr
im Wege stehen. In diesem Sinne, auf gute Investments. Ciao.